Servus, ich bin der Stefan. Darf ich mit zu euch dazu sitzen? Wer bist denn du? Michael. Und du? Ich bin Luise. Fangen wir einfach mal so an. Im Volksfest sind wir alle per Du, oder? Dem Gickel seid ihr schon ganz gut hergeworden, oder? Schon auch, ja. Und, war er gut? Ja, war schon gut. Die Frage nach Fisch oder Gickel erübrigt sich dann, oder? Nicht unbedingt, der Fisch ist auch ganz gut. So, wie viele Mal seid ihr schon da? Das erste Mal dieses Jahr. Und in der Vergangenheit, wie oft seid ihr? Nicht einmal, also jedes Jahr. Seit 40 Jahren ungefähr. Ja, da haben wir ja Glück gehabt, dass wir euch heute erwischt haben. Und Ostbayernschau, schaut ihr auch umeinander? Das ist ein Muss, da sind wir jeden Tag, jedes Mal sind wir da erinnert. Schon einmal was gekauft? Ab und zu, ja. Aber meistens schauen wir und nehmen wir uns Anregungen mit. Und was schaut man sich da so an? Was nimmt man da so mit? Mei, was ich die erste Zeit einmal gekauft habe, das war für eine Brille zum Putzen. Aber momentan, da hat man dann so viel daheim, dass man nicht mehr, oder Pelletofen schauen wir uns zur Zeit an, weil wir ja vorhaben, dass wir uns einen kaufen. Und naja, einfach ein bisschen umeinander schauen. Bei so sommerlichen Temperaturen denkt ihr schon ans Herzen? Ja, es hilft ja nichts. Ich meine, der Winter kommt auch wieder und der ist kalt drin im Wald. Das ist halt so. Spielen wir mal ein Spiel, entweder oder. Entweder oder. Riesenrad oder Skyfall? Skyfall. Ganz so schneller? Nein, eigentlich nicht, aber gefällt mir trotzdem. Gasmacher oder Radler? Kurs. Ja, gut, Händel oder Fisch haben wir ja schon geklärt. Was ist denn dein schönstes Volksfesterlebnis? Also? Gut, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil das wirklich nicht weiß. Das ist für mich immer das Rumtreiben lassen in der Menschenmenge und ja, eigentlich das gesamte, die Emotion, die quasi auf dem Platz ist, ja. Ich kann nur sagen, was unangenehm ist, das sind die engen Bierbänken und wenn es dann zu laute Musik ist, dass man sich gar nicht mehr unterhalten kann. Ja, bei den Bierbänken scheinen irgendwo 10 cm verloren gegangen zu sein. Das stimmt. Da ist so eng, da muss man sich so einquetschen. Das geht manchmal gar nicht. Jetzt seid ihr alle zwei schon bestens ausgestattet mit Bier. Die Frage ist natürlich, wer fährt heute heim? Das eine ist eine Apfelschorle und das andere ist alkoholfrei. Also können wir das noch offen lassen bis zum Schluss. Wunderbar. Man sieht das ja heute nicht mehr ganz genau, ob es Bier mit Alkohol oder ohne ist. Also das heißt, deshalb kann man es nicht unterscheiden. Aber das ist natürlich Trick 17. Ich bin schon reingefallen. Super, danke euch. Viel Spaß. Ja, vielen Dank auch und auch noch einen schönen Tag. Gell? Danke.